Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. So, wie ihr gesehen habt, war ich gerade noch in den Einstellungen. Sonst können wir hier beginnen. So, Einzelspieler starten, neues Spiel natürlich. Der Höflichkeitsbesuch. So. Freue mich schon so drauf. Dann verpflichte ich mich endlich mal, das Spiel durchzuspielen. Ja, lade. Lade nur weiter, Bildschirm. Wir mögen dich ja alle. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Nach oben sehen. Was? Das war nicht richtig. Okay, nach oben sehen. Okay, das war auch nicht richtig. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich muss... Ich muss sterben. Okay. Oh, ah, das war richtig. Gut, okay. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Ich weigere mich. So. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Was ein schönes Gemälde. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Ich weigere mich. Ja, ich weigere mich. Findet ihr das? Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Als ob, ich will noch nicht schlafen gehen. Ciao. Bye. Na toll, Telefon klingelt. Schön ignorieren. Soll man ja nicht wie ich alles hören können. Sehr unwichtig. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen verlassen müssen. Alle Tests machst du die zu heute noch irgendwann die Tür auf? Haben, damit automatisch Hallo? Kannst, nein? Anlage im Hyperschlaf zu kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Ah. Ja. Ah, Mensch. Musik. Furchtbar. Okay. Furchtbar gut Mensch. Aus. Mensch. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Das ist ein Mensch. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Mensch. Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor und vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Kein Bock. Jetzt schreibt mir auch noch jemand in Skype. Wie schön. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? So. Soll ich der Person antworten? Ja. So. So, schon bin am Aufnehmen schreiben und jetzt zurück ins Spiel. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Ich bin bleib ganz normal. Ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Nein. Nein. Ich will nicht sprechen. Ich habe Angst. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Oh, hat nicht gehört. Okay.
Einfaches Wort, Apfel. Sag, okay, das Apfel. War nah genug, Klassiker. Weiter so. Ganz einfach. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze vor. Ich nix Kernschmelze. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Ehrlich? Wusste ich nicht. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Ist mir egal. Warte, das ist ganz schön knifflig. So. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss wo hier erstmal durchkommen. Jetzt im Ernst, wo bist okay, du? Sag, ich muss mich konzentrieren. Ernst, aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ich? Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, ja. Claro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich sehr bereit. Schön. Stell dir mal vor, wir würden da runterfallen. Wir hängen noch ziemlich... Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Selten. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte was kompliziert manuell? Werden. Ich kenne keinen Manuel. Aber ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben. Nein. Jetzt. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Ich muss scheißen. Aufgrund von Umständen potenzielle apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihren Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Die Toilette? Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ich sehe mich. Ich bin heiß. Wie heiß ich doch bin. Okay, gehen wir mal da durch. Ich sehe mich immer noch. Ich will mich jagen. Okay. Wir lassen das mal. Aber wir könnten doch... Nein, schlechte Idee. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Kiste, schön. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Sie haben soeben einen Aperture Science Emanzipationsskill durchlaufen, durch den das meiste Material vaporisiert wird. Blödes Kaltgeräusch. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Tut das weh? Kann ich nehmen? Ich bin ganz okay. Wie komme ich da durch? Sag mir, wie ich da durchkomme. Arschlöcher. Okay. So, also, Entschuldigung für die Skype-Geräusche, aber es ist halt so. Ich mache wieder ein Video mit der News of Fauser. Wird das nicht langweilig? Nein. Und ich musste ein paar Sachen aufnehmen, ein paar Fakten, weil es wird ein Faktenvideo. Sollte eigentlich schon... Mittwoch kommen, also da haben wir mal drauf geschissen.
Kann man das noch irgendwie? Wie komme ich da durch? Oh, ich muss da durch. Oh, verstanden. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Tut das weh? Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Das klingt jetzt aber nicht so cool. Na, also gehen wir mal in den Lift. Der nette Mann hat gesagt, wir sollen reingehen. Schön. Was für ein netter Mann. Schon wieder ein Ladescreen. Die sollten überall sein. Ich mag Ladescreen. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Schade. Wir können hier sehr viel machen. Ich sehe gerade, wie die Framerates droppen. Na bitte, geschafft! Während dem Spiel soll es immer 30. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Bewege ist alles. Oh! Okay, wir gehen wieder oben. Hallo? Bin gerade nach oben gefallen, lass mich in Ruhe. Nein. Halt Schnauze. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Ich bin nicht tot und ich bin heiß. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ich mag den netten Mann. Ich mag ihn wirklich. Der nette Mann gefällt mir langsam. Das Spiel hat 30 FPS. Der nächste Test ist sehr wichtig. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Yeah. Hey. Okay, ich mag es nicht mehr. Oh, was macht er da? Oh, ich bin da runtergefallen. Das heißt, es ist da oben. Gehe wieder nach unten. Wo ist er? Fall runter. Ja, darf da reinspringen. So. Oh, was? Nein, ich bin nicht völlig behindert. Hundertprozentig 40. Da bin ich mir 100% sicher. Das finde ich jetzt aber gar nicht nett. Was passiert hier nicht? Wer ist eigentlich so ein Würfel? Die wichtigere Frage, wie komme ich dort drauf? Oh. Wahrscheinlich so. Mein Hintern ist hart. So.
Na gut. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Muss ich hier sein? Muss ich da sein? Oh. Netter Mann, das ist nicht nett. Okay, ich kann da nicht durch, dann gehe ich da durch. Nein, ich habe keine psychischen Probleme. Nein, ich rede auch nicht mit mir selber. Okay, das Let's Play ist eine Entschuldigung dafür, dass ich mit mir selber rede. Aber ich rede nicht mit mir selber. Oh, Computer. Oh, ich kann da durch. Kann ich auch durch? Nee, dahin gehe ich nicht, netter Mann. So. Wir sind im schönen Weg. Yay, wir sind angekommen. Happy Birthday. Oh, okay. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Verstehe, netter Mann. Ich kann keine Löcher machen. Sein schlau. Schön. Also, wir steuern auf die 20 Minuten zu. Wie schnell die Zeit vergeht. Ach so. Wie suchen wir das? Oh, schalt. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Okay. Hört man das? Sollte man eigentlich ziemlich deutlich sein, weiß nicht. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Unlogisch. Wie kriege ich jetzt meine Kiste? Ich habe eine Kiste gefunden. Not gut. Unfähig. Ah. Loch machen, das nehmen. Und einspringen. Schön so. Hashtag. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Hinballern.
nicht, ob ich jetzt YOLO sage. Kann ich das kaputt machen? Wie komme ich denn da hin? YOLO. Ich verstehe es nicht ganz. Ob ich berechtigt bin, das zu machen? Eine Frage. Ob ich schlau genug bin, das nicht zu machen, ist die andere. Irgendwie dorthin. YOLO. Wie krieg ich's dort drauf? Na gut, jetzt tue ich echt nicht mehr dumm, aber wie krieg ich's dort drauf, verdammt nochmal? Jetzt im Ernst. Na toll? Ja, okay. Das meinst du nicht ernst, oder? Hab dich. Oh Mann. Hab dich nicht. Ihr werdet schon alle sehen. Ich mach das Level und dann mache ich nicht die Folge, mir egal. So, was machen wir jetzt? Dann muss ich dorthin. Ich bin schlau. Nicht. Ich weiß. So. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Und wenn diesen Ladebildschirm hier... Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände ja, zu nein, diesem Thema an. Durch. Aber bevor wir dieses Level hier machen, sage ich, legt die Gamepads nieder. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.